Und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und heute ist mal nicht Louis IP Nice oder sowas dabei, sondern Kiki Full. Hey, hey Leute, wie geht's? Ja. ja, achso, jetzt hab ich gerade auf die Uhr geguckt. Ja, gut, passt. ja. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich weiß es auch nicht. Schlimm, das musst du wissen. Ich sehe nur ein bisschen Musik im Hintergrund, keine Sorge, weil wir gerade die erste Runde Troll in Mineville aufgenommen haben. Ja. Das ist sozusagen eine Fail-Runde, nee, Spaß. Die war eigentlich ganz gut, oder? Geht schon. Ja, bei dir, bei mir war es ziemlich. Ich sehe davon, dass du dann verloren hast zweimal, aber ich habe auch verloren. Also. Ja. Ist ja nicht so schlimm. Aber bei der zweiten Runde hast du ja dann gewonnen, ne? Erstmal gucken, ob hier Monster spawnen. Bei Monster spawnen. Ne? Ich rendere jetzt mal ein bisschen. Stimmt, ob man dich dann noch hört, wenn ich dann die Musik reinmache. Ich hoffe es einfach ja, mal. Ja, ich glaube schon, ich hoffe es mal. Ich kann auch die Musik eigentlich mal rauslassen. Mal schauen. Ja, kannst du auch machen, mir ist es egal. Ich hoffe. Hängt von deiner Entscheidung ab. Ja, geht doch schon mal ohne Musik. Geht so, immer, ja? Ja, geht immer. Geht immer. Ich bringe erstmal das Wasser zurück ins Lager. Hast du überhaupt mal im Let's Play irgendwie gecheatet mit Wasser oder sowas, damit wir das... Damit ja, also Wasser und Lava benutze ich schon öfters. Das finde ich jetzt nicht so cheaterig. Ja, ist so, ne, aber wie hast du das da reingemacht dann? Mit einem CP Edit. Also, das funktioniert doch gar nicht. Also, bei mir zumindest. Nicht. Doch, das funktioniert schon. Hast du das Video von MSC gesehen? Ja, das hab ich angeguckt, aber das, ja, das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung. Dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Na, ich hab das irgendwie mit dem... Ach, irgend so ein Inventory-Hack von irgend so einem YouTuber. Hast du ja von Darkrai 201. Ja, genau, ja. Genau, hab ich auch. Ja, dein Kanal ist dann natürlich auch in der Videobeschreibung. Mann, das freut mich. Könnt ihr mal vorbeischauen, mal abonnieren. Gelbe Schaf. Könnt ihr. Macht auf jeden Fall nicht Spaß. Hey, vor allem, wo kommt das gelbe Schaf her? Wie kommt das hier hin? Leute. So, Also die Musik ist aus vom Geil. Kennst du KST Beats oder wie die heißen? Nein. Das hört sich leider die Musik, was sie machen. Ja, na, ich mach die Musik hier immer selbst. Da. Ja, stimmt, du. Ja, hab ich schon gehört. Machst aber echt gut. Ja, naja, es klingt nicht so gut wie die von den Websites da, aber da kann ich mir wenigstens ganz sicher sein. Dass das nicht irgendwie. Ja, da hast du wenigstens Copyright. Ja, eben. Kann ich keine Fake. Doch, die könnte eventuell schon einer faken, indem er irgendwie dein Video sich runterlädt auf illegale Weise und so weiter und so fort. Ja. Aber wer macht sich dann schon die Umstände? Genau. Also, ihr sollt das jetzt nicht machen, ne? Ja, macht's lieber nicht. Sonst gibt's Poche. Genau. Es gibt Schläge. Schläge, genau. So. Durchs Telefon. Ja. Oder durch Skype. Ich muss den Weg noch weiter bauen. Den kleinen Marktplatz. Oder was das werden soll. Könntest du eigentlich auch so Dorf bauen, wie ich gebaut habe? Ja, mache ich ja gerade. So eine Art. So eine kleine Stadt oder sowas. Wird das dann. Ach da, ich muss ja rausschneiden. Erstmal ein bisschen Kies holen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch so viel Kies im Lager habe. Aber ich denke, da ist schon noch, wird schon noch irgendwas da sein. So, und ja, locker reicht. So. Ich liebe diese geile Musik. Warte mal. Ja, ich finde das bei manchen YouTubern doof, wenn die immer die gleiche Musik nehmen. Also ein Lied über ein Video mit 20 Minuten oder so. Nein, das würde ich jetzt nicht so geil finden. Ja, Mensch, ja, ist doof. Ist schon leicht doof. Ja. Leicht behindert. Das hat Conquest auch immer irgendwie gemacht. Hm? Also bei manchen Videos macht er das. Obwohl, das Intro von dem ist richtig geil. Ja, oh ja, das ist Respekt. Das hat ja auch dieser eine Typ gemacht. So ein Intro möchte ich auch haben. Ja. So. Leiser, kann man Musik laut und leiser drehen. Also, wenn ihr euch wundert, was ich hier gerade mache, ich rende jetzt hier gerade das Trouble Mineville Runde.
Ja, hast du glaube ich vorhin schon mal gesagt, oder? Andi, du hast bloß gesagt, dass wir es aufnehmen. Genau. Ja. Bloß, dass wir gerade aufgenommen haben. So. Ich weiß nicht, ob der Weg jetzt vielleicht zu breit ist. 2, 3, 4, 5, 6, 5 Blöcke zu breit für den Weg. Was? 5 Blöcke? Ja, das ist aber so ein Marktplatz. Ich würde 4 Blöcke machen. Ja, ich weiß nicht. Ja, ist schon irgendwie ziemlich. Ich würde 4 Blöcke machen und dann auf der Seite Bürgersteig. Seite für die... Sozusagen, oder was? Warte mal. Okay, das passt. Das kann man bestimmt so anbieten. Also bitte nicht wundern, weil wir sind jetzt nicht die PvP-Pros. Ach Mist, ich hab noch den Flamer drin. Ja, das vergesse ich auch oft rauszunehmen. Ein bisschen ärgerlich. Okay. Ja, also was würdest du an die Seite hin machen? An der Seite würde ich... So wie bei Gronkh, das sieht ganz geil aus. Also wenn du 4 Blöcke breit lang den Marktplatz da machst, dann würde ich links und rechts außerhalb des Kieses würde ich... Kies ist, kann man das so sagen. Also das Kies würde ich Dingsbums hin machen. Cobblestone, das sieht geil aus. Ja. Kannst du mal probieren, sieht wirklich geil aus. So, Film wird gespeichert. Schritt 1 von 2. Wie lang ist das jetzt geworden, die Folge? 6 Minuten 55. Oder was? 5? Okay, 5 Minuten 55. Ja, geht ja eigentlich. Ja, Trouble Mind Will muss nicht immer so lange sein. Lädst du das heute noch hoch? Das kommt immer drauf an. Naja, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit für habe. Ich möchte jetzt eigentlich zuerst das Let's Play Together dann noch hochladen. Aber ich könnte eigentlich Trouble in Mineville hochladen. Weißt du was? Ich lade Trouble in Mineville hoch. Das ist eine bessere Idee. Gut, dann mache ich Trouble in Mineville. Dann breche ich mal den Upload hier ab. Achso, du hast schon jetzt angefangen mit dem Upload. Von ja, aber er war noch beim Vorbereiten. Also ja. Ist doch nicht so schlimm. So, ich glaube, ich mach mal. Aber dann bräuchte ich jetzt ein Thumbnail für Trouble in Mineville, also für die Map. Wäre jetzt ganz praktisch. Dann müsste ich schnell noch in die Map und müsste sterben. Und müsste dann in der Map mit dem Flymer muss ich irgendwie rausfliegen und dann die Map von oben füllen oder so. Nein, ich nehme einfach das, wo du neben mir stehst. Das sieht auch gut aus. Dann mach ich das. Jo. Also, wenn es mein Skin mit drauf. Ja, ich habe gerade probiert wegen dem an der Seite das mit Cobblestone, aber schön, das sieht bei dem, also bei Gronkh seinem Texture-Pack sieht das eigentlich ganz cool aus, aber ich finde bei dem Standard-Texture-Pack, da ist das zu gleich mit dem Kies. Ja, Standard-Texture-Pack schon auch. Ich würde mit dem Minecraft spielen, also mit den alten Texturen. Aua. Ja, wenn dann mit den neuen. Ich finde schon irgendwie cooler, die neuen. Ich nicht so. Ich finde die alten, wo die Gronkh.de hier extra Sachen dabei sind, wie zum Beispiel der Versicherungsvertreter oder wie der Grabelhandschuh oder so. Das ist der bei dem neuen Texture-Pack nicht mehr dabei? Nein, ich habe die ganzen Texturen. So. Ich habe sie alle aus dem Internet gefunden, weil irgendwelche Leute sie nachgemacht haben, die Texturen, und dann habe ich sie mir runtergeladen. Schlau. Sehr nice. Ich habe alle Versicherungsvertreter-Texturen. Da gibt es ja 4. 4? Ja, 4 einzelne. Ich kann die mal einschicken, wenn du willst. Ja, ne, die sehen ja aber ungefähr gleich aus, oder? Nein, die sind nicht. Ja, sie haben eine Ähnlichkeit, auch vom Gesicht her sind sie anders. Sie haben alle so einen Anzug, so einen Versicherungsvertreter-Style, ist ja klar. Ja. Sind die auch Versicherungsvertreter? So, ich hab. So, warte mal, Nachricht. Ich mach das jetzt mit den Half-Slaps. Sieht doch nicht aus. Ja, kannst du machen, wie du willst. Ich wollte dir nur mal sagen, was ich machte. Ja, mit dem Minecraft-Texture-Pack schon, aber so. Müsste ich eigentlich immer wieder reinhauen. Jetzt habe ich gerade einen Kommentar bekommen, mit kannst du auch ein 600 Abonnenten Special machen. Ich weiß ja nicht, 600 Abonnenten dann Special. Wie viel hast du jetzt? Wenn dann als 1000 Abonnenten Special. Wie viel hast du denn? Wäre vielleicht ein bisschen geiler. Wie viel hast du jetzt zur Zeit gerade? Aktuell? Ich habe jetzt schon, ich bekomme lauter Kommentare, wieso zockst du in der 1 mit 1? Alter, ja, das hast du ja auch ganz gesagt. Ja, das ist ja das Extrem, ist ja das Coole daran. Okay, cool ist relativ, aber es ist das Besondere an diesem. An diesem Let's Dingsbums. So, ich denke gerade. Diesen Let's Play. Und jetzt schon wieder schlafen gehen. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das in den früheren Versionen mal war, dass die Zeit zwischen Nacht und Tag noch kürzer war. Das ist irgendwie. Ja, sieht mir ein bisschen komisch. Es geht jetzt trotzdem wirklich. Das ist,
Ist das beim PC jetzt genauso wie bei der Pocket Edition? Das darfst du mir nicht fragen, ich spiele so oft, also Singleplay oder so spiele ich im PC ja eigentlich nicht wirklich oft. Eigentlich ja nicht. Also ich bekomme da immer Kommentare, immer noch bei dem Video, bei dem Minecraft Pocket Edition Texture Pack installieren für Windows und Mac. Ohne Jailbreak Deutsch. Das habe ich mal vor 3-4 Monaten hochgeladen. Das hat jetzt gleich 4000 Aufrufe und da schreiben die Leute immer noch Kommentare. Ja, warum nicht? Finde ich voll witzig. Muss ja. Ist wichtig. Nena wird ja immer noch angeguckt. Weil so war so ein Let's Play, wenn ich da die früheren Let's Plays angucke, sozusagen, die haben dann nicht mehr so viele Aufrufe oder bekommen fast keine mehr, aber bei den aktuellen schon, aber bei sowas, so ein Texture Pack, wie man das drauf macht, so ein Tutorial, das wird ja eigentlich immer gebraucht. Okay, also die Folge hat jetzt fertig gerendert, ich schließe sie mal, ich muss mal alles du hier. Ich muss jetzt ganz kurz schauen, von wem die Musik jetzt ist. Ich muss jetzt erstmal die Folge reinziehen. Das ist immer ein bisschen blöde, ne? Aber das geht dann schon. So, in den Papierkorb. So, mein Film. 24. Let's Play-Folge. Jetzt brauche ich den Trouble in Mindwood Thumbnail. Das fand ich. Darf eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich darf jetzt momentan gar nicht mehr. Also am PC, aber. Das von dem. Freshizy. Freshizy? Ja. Freshizy. Freshizy, genau. Freshizy, ja. Das ist geil. Also die Thumbnails genau von dem. Findest du die geil? Ja klar. Sieht nicht ja, die macht auch mit Photoshop. Ja. Ist ein bisschen ein Programm, das kostet ja 1.400 Euro. Ja, oder so. Man kann sich natürlich auch die gecrackte Version holen, aber ich glaube, da würde ich nicht riskieren. Würde ich ja, ich kann es euch auch nicht empfehlen, denn wenn ihr erwischt werdet, dann wird das teuer. Und gerade bei so einem Programm. Ja, also ich würd mir eigentlich immer die Version kaufen. Weil das ist dann trotzdem noch sicherer. Ach so, okay, mein iPhone wird nicht verbunden, weil ich mein iPhone nicht angesteckt habe. Ich dachte mir jetzt schon. Ja, über die Luft funktioniert das leider noch nicht. Noch nicht. Über die Luft. So. Das erinnert mich jetzt an den Part in luftigen Höhen mit dem Creeper. Ja. Das war echt nice. Der war da einfach, der stand da oben und. Ja, hat richtig geil gespawnt. Dem war langweilig, glaube ich mal. Der konnte nicht runter und deswegen hat er gewartet, bis er so nur stirbt. Ich weiß gar nicht, aber hab ich den da runtergehauen? Ich hab keine Ahnung. Weiß gar nicht, darf ich jetzt nicht fragen. So, ich suche jetzt mal ganz kurz einen Trouble in Mindwood Thumbnail. So, ich glaube, ich mach mal Schluss. Echt, wie lange nehmen wir schon das auf? Das sind nicht 15 Minuten, 15 aber. 15 Minuten? Ich, ja, gleich 15 Minuten. Noch nicht mal, glaube ich. Aber ich will noch was testen, weil ich hab letztens, ich lade ja immer dann das Video in die Foto-App rein von Display Recorder, dann in iMovie, von iMovie wieder in die Foto-App und dann lade ich so. Und Das hat letztens irgendwie nicht funktioniert, da hat es immer auf der Hälfte angehalten und da will ich mal gucken, ob das daran lag, dass das über 20 Minuten war oder nicht und deswegen mache ich jetzt mal wieder kürzer. Deswegen würde ich mich mal verabschieden. Okay, und ich verabschiede mich auch. Ja, wie schon gesagt, Link zu seinem Kanal, Suki, wohl ist in der Beschreibung. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video.